Hola, leider spreche ich nicht mehr Spanisch, obwohl ich einen spanischen Vornamen trage. Ich heiße eigentlich Micaela, wie die Rivalin in der Oper Carmen. Aber leider habe ich ihre wundervolle Sprache nicht gelernt. Ich freue mich aber sehr, dass meine Bücher ins Spanische übersetzt werden. Und ja, Sie kennen mich als Michelle Marly. Und jetzt wissen Sie auch, woher der Name Michelle kommt. Das ist eben eine Abwandlung von Michaela. Und Marly habe ich mir als Pseudonym ausgedacht, weil ich einmal in der Nähe von Paris eine Weile gewohnt habe. Und im Westen von Paris gibt es einen ganz bezaubernden Ort, der heißt Marly-le-Roi. Und dort haben Vater und Sohn Alexandre Dumas gelebt. Und unter anderem die drei Musketiere und die Kameliendame geschrieben. Und ich fand es sehr schön, für einen Roman oder inzwischen auch natürlich für mehrere so zu heißen wie diese beiden wunderbaren Autoren. Außerdem, wie gesagt, ist Marly ein ganz bezaubernder Ort. Ja, jetzt entführe ich Sie mit der Diva an andere wunderschöne Orte, an den Gardasee. Nach Paris natürlich und vor allen Dingen auch nach Mailand und auf eine Mittelmeerkreuzfahrt. Ich hoffe, dass Sie dabei gute Unterhaltung haben und dass Sie viel Freude an dem Buch haben werden. Ich habe es sehr, sehr gerne geschrieben und ja, ich hoffe, dass wir uns einmal wiedersehen. Vielleicht sogar bei Ihnen in Spanien. Vielen Dank.